Das ist eine Lokomotive, die in den 30er Jahren konzipiert wurde. Und somit blieb es letztendlich bei zwei gebauten Exemplaren. Jeder Konstrukteur freut sich, wenn das, was er sich ausgedacht hat, dann auch tatsächlich Realität und Metall geworden ist. Und von daher darf der Kunde überrascht sein, was er denn dann noch zu hören bekommt. Auch für das Modelljahr 2022 haben die Göppinger wieder ein außergewöhnliches Fahrzeug zum Vorbild für das Halb-Null-Clubmodell bestimmt. Eine Schnellfahrlokomotive, die größte ihrer Zeit, mit dem größten Feuerungsrost, mit den längsten Kesselrohren, die man sich derzeit vorstellen konnte, mit einer Achsfolge 2D2 in einer Größenordnung, die man bis dahin noch nicht kannte. Diese Achsformel wurde nur bei der Baureihe 06 in Deutschland gewählt. Gedacht waren die Maschinen für die Beförderung von schweren Schnellzügen in den Mittelgebirgen. Dabei sollten 650 Tonnen mit 120 km/h gefahren werden. Die von Krupp gebaute 06001 wurde im März 1939 mit der Fabriknummer 2000 an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert. Sie kam zwar noch 1949 zur Deutschen Bundesbahn, wurde aber zwei Jahre später ausgemustert und wohl 1952 verschrottet. Ihr Erscheinungsbild war wuchtig und dennoch elegant. Was haben sich die Konstrukteure seinerzeit dabei gedacht, damit man das Ganze auch umsetzen kann im Modell, sodass auf der Anlage anschließend für den Eisenbahner auch noch das Gefühl der echten, großen, schweren Dampflokomotive transportiert wird? Auch Lokomotiven mit einer Verkleidung zeigen ein hohes Maß an Detaillierung. Das Modell besteht weitgehend aus Metall. Der Blick durch das Führerhaus ist frei. Die Räder überzeugen durch ihre Feinheit. Und trotzdem bestand die Idee, dass wir das Gestänge komplett nachbilden. Es gibt häufig den Kompromiss, dass man sagt, eine voll verkleidete Lokomotive braucht ja in Wirklichkeit kein volles Gestänge. Wir gehen allerdings hier den Weg, dass wir hier unten öffnen, dass wir die untere Verkleidung rausnehmen, damit der Vorläufer Platz bekommt. Und damit sieht man hier auch gewisse Gestängeteile. Und als Lokomotive im Premium-Segment war es uns wichtig, das Gestänge komplett darstellen zu können. Und jetzt kommt eine Herausforderung. Die Radsätze B und C brauchen einen sehr großen Weg quer zur Lokomotive, damit wir alle Radien sauber durchfahren können. Allerdings hängt am Radsatz B auch unsere Gegenkurbel. Und das hat uns vor die große Herausforderung gestellt, auf der einen Seite mit vollem Gestänge zu fahren, auf der anderen Seite aber so viel Spiel der Achse zu geben, dass wir nicht von innen gegen die Verkleidung stoßen. Wie bei den Clubmodellen üblich, glänzt auch diese komplett neu entwickelte Maschine durch ihre technischen Finessen. Die Lokomotive hat einen eingebauten Rauchsatz, einen dynamischen Rauchsatz, einen fünfpoligen Motor im Kessel und auch der Decoder befindet sich bei dieser Lokomotive im Kessel. Wir haben in gewohnter Art und Weise den Lautsprecher im Tender verbaut, haben allerdings am Lautsprecher einen großen Resonanzkörper diesmal verbaut, der uns also erlaubt, dass wir auch in den Frequenzen, die sich unterhalb der Hörschwelle befinden, also die sich mehr im Bauch abspielen, die wir natürlich mit dem kleinen Lautsprecher nicht absolut darstellen können, aber wir kommen mit den Frequenzen deutlich runter. Soll heißen, wir kriegen den Dampflok-Sound, wie man ihn sich vorstellt, auch auf die Modelleisenbahnanlage projiziert. Variabel einstellbar ist der Lok-Tender-Abstand, je nachdem, ob das Modell in der Vitrine steht oder auf der Anlage fährt. Zudem zeigt sich der Führerstand weitgehend eingerichtet. Am Tender können die Abdeckungen geöffnet werden. Wie erlebt man als Konstrukteur eigentlich den Werdegang des Modells? Die Angst, die während des gesamten Konstruktionsprozesses mitschwingt, ist ja die, dass das Fahrzeug anschließend auch wirklich betriebssicher auf dem Gleis fährt. Wir haben es hier mit einer sehr langen, sehr groß gekuppelten Maschine zu tun. Und natürlich zeigt mir das CAD, ob alle Gleisbögen auch sauber befahrbar sind. Aber das Modell, was dann anschließend hier steht und zum Schluss auch auf dem Gleis steht, das muss zeigen, ob auch die Konstruktion funktioniert. Und da muss man sagen,
war ich sehr glücklich, als ich das erste Fahrmuster in der Hand halten durfte und gesehen habe, ja, sie funktioniert, die Konstruktion läuft so, wie man sich es vorstellt. Und so haben wir das erste aus Originalformteilen zusammengebaute Handmuster schon mal auf eine Epoche 2-Anlage gestellt. Die Füllstücke in der Seitenverkleidung wurden abgeschraubt, der Lok-Tenderabstand ist auf Fahrbetrieb eingestellt. Die Dampflokomotiven der Baureihe 06 waren die leistungsfähigsten, größten und schwersten in Deutschland gebauten Fahrzeuge der Deutschen Reichsbahn. Die Entstehungsgeschichte geht in das Jahr 1934 zurück, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahnzentralamt für Maschinen und Bau mit der Beschaffung von 2 Schnellzuglokomotiven beauftragte. Die Hauptverwaltung entschied sich für den Entwurf der Friedrich Krupp AG in Essen. Zu den bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen zählen das Flackern der Feuerbüchse und eine Führerstandsbeleuchtung. Als Zweilichtspitzensignal dienen warmweiße LEDs. Als passendes Wagenset haben wir ein 5-teiliges Hechtwagenset, bestehend aus 4 Sitzwagen und einem Gepäckwagen. Wir haben aufgedruckte Zuglaufschilder, und zwar haben wir uns für einen Zuglauf entschieden, Köln-Frankfurt, weil die Lok war in Frankfurt stationiert. In den Wagen befinden sich in den Sitzwagen jeweils 10 Figuren von der Firma Preiser, und auch im Gepäckwagen haben wir eine Figur versteckt. Des Weiteren ist in dem Wagenset eingebaut eine Innenbeleuchtung serienmäßig mit stromführender Kupplung. Was Besonderes muss man sagen, jeder Wagen ist ausgestattet mit einem Pufferspeicher und die Helligkeit des Lichts lässt sich auch einstellen manuell. Somit gehört das unschöne Flackern der Innenbeleuchtung der Vergangenheit an. Am Schlusswagen stechen die neuen, fein bedruckten Kunststofflaternen ins Auge. Sie sind funktionsfähig und leuchten nach hinten rot und nach vorne weiß. Wieder einmal ist es Märklin gelungen, einen besonderen Zug exklusiv für Märklin Insider und Tricks Club Mitglieder anzubieten. Märklin TV wird den Werdegang der Modelle wie immer begleiten.